Im letzten Blunderbuss-Video haben wir dieses Rohr hier quasi fertiggestellt. Es fehlt natürlich noch die ganze Lackierung und das Weathering, also mit Lack und so. Aber das machen wir erst später, habe ich ja gesagt, weil es sich noch nicht lohnt, bevor wir nicht den Schaft gebaut haben. Um diesen Schaft kümmern wir uns heute. Der Schaft ist im Grunde genommen das, was das Gewehr ausmacht. Der komplette Griff bzw. halt Auflager für Rohr, an dem dann der Trigger dran sitzt. Und hinten diese Schulterstütze dann anschließt. Das Material für heute wird nicht irgendeine Pressspanplatte sein, so wie das letzte Mal, sondern Eiche. Da habe ich ein ganz tolles Stück gefunden. Nämlich das hier. Diese Boli hat einen wunderschönen natürlichen Schwung, der ziemlich perfekt für dieses Projekt passt. Das einzige Problem, das wir mit dieser Bohle haben, ist, dass verdammt viel Splint an dieser Eiche dran ist. Splint ist der äußere Bereich an einem Baum, der quasi das Kernholz umgibt. Aber am Splint ist, dass es nichts aushält, sich schlecht verarbeiten lässt und sich farblich vom anderen, also vom Kernholz, massiv abhebt. Das heißt für uns, wir legen das Ding jetzt hier flach und zeichnen uns dann erstmal die Form drauf an, die wir grob brauchen werden. Wir werden hier von diesem Original mit den Metallteilen ein wenig abweichen müssen, da wir das Holz sonst sehr schwächen. Das Metall hier an dem Eck werde ich einfach dann außen auf die Eiche aufsetzen, da merkt man dann keinen Unterschied oder kaum einen Unterschied und werde die Eiche hier einfach durchziehen. Das macht mir nämlich diesen Knickpunkt hier in dem Bereich um einiges stabiler und da brauche ich dann keine Angst haben, dass mir der vordere Teil dann einfach abbricht. Genauso wie diesen Teil hier unten, den werde ich auch einfach durchgehen lassen und hier ein wenig stärker abrunden. Ein weiterer Knackpunkt ist hier vorne. Dieses Metallgebilde geht ja eigentlich auf das Holz drauf. Allerdings habe ich mir jetzt überlegt, da ich nicht mit Metall arbeiten kann oder auch will, mache ich das untere jetzt hier aus Holz alles und die Verzierungen, so Feinheiten, schnitze ich teilweise oder forme die dann mit einem Harz oder einem Clay, also eine Art Lehm, der dann gebrannt wird.
das hier sieht doch schon mal eher nach einem Schaft für ein Gewehr aus. Also es fühlt sich jetzt schon ziemlich, ziemlich geil an. Wenn man jetzt noch das Rohr von letzter Folge drauflegt, sieht es ziemlich, ziemlich cool aus. Und wenn wir jetzt dem Ding hier noch Tiefe verpassen, wird es super geil. Was heißt jetzt Tiefe verpassen? Wir werden jetzt uns hier eine Mittellinie draufziehen und von der Mittellinie aus nach rechts und nach links eine Form festlegen. Hier hinten am Griff wird es natürlich ein bisschen dünner sein, dass man seine Hand drum bekommt, wogegen es hier vorne breiter ist, um das Rohr richtig einzupacken. For his glorious death. Feel the heat and energy. Live covered, we have to bend. But the night is young and the people are fresh. Let's celebrate with the cash. Dancing to the lightning, nobody's moving to angelic sounds. It's a clear summer's night and the moon shines, shines bright. In the field is a cool breeze, desire in city streets. Shine on, shine on, shine on, little comet. Nature's in my work, a cosmic firework. 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 Ihr braucht euch nicht wundern, wenn sich an einem Werkstück immer wieder was tut und ihr habt nicht mitbekommen, was passiert ist. Ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade diese Kanten leicht abgeschrägt, dass ich nicht ganz so viel zu schnitzen habe. Warum habe ich euch das aber nicht gezeigt? Aus dem einfachen Grund, dass das viel zu gefährlich ist, als dass ich das zeigen könnte. Ich habe das Werkstück dabei nämlich in der Hand und fahre dabei Freihand über die Formatkreissäge drüber und das ist zu gefährlich, dass ich das irgendjemandem vormachen konnte. Es ist immer mal wieder ein bisschen grenzwertig, wie ich arbeite, aber manche Sachen möchte ich euch einfach zeigen und da entscheide ich dann, ob es jetzt wert ist, dass ich euch das zeige und ich blende unten nochmal irgendeinen Warnhinweis ein oder ob ich es euch einfach nicht zeige. Es sieht jetzt so aus, dass wir dem Griff jetzt noch ein bisschen Form verleihen werden. Hier vorne passt ja jetzt das Rohr ziemlich, ziemlich perfekt rein. Nur wird jetzt dieser Teil hier unten richtig, richtig tricky, den auszuschnitzen und auszuarbeiten. Im vorderen Bereich haben wir dieses Metallbeschlagteil. Das ist einfach aufwendig oder fast unmöglich, dass ich das wunderschön hinbekomme. Hier im hinteren Bereich ist es einfach so, dass ich da jetzt eine Kehle reinbekomme. Und dafür brauche ich ein Werkzeug, das habe ich jetzt gerade nicht hier. Muss ich mal gucken, ob ich das noch zeitig beibekomme. Am Griff können wir jetzt aber was machen. Und zwar, wir müssen dem Teil hier noch ein bisschen Form verleihen, dass es auch gescheit in der Hand liegt. Hier vorne ist nämlich der Abzug und da ist es einfach noch viel zu fett. Das ist mega abartig. Außerdem ist es noch kantig und liegt schlecht in der Hand. Deshalb Linienvorzeichen außenrum und die dann mit der Bandsäge anschneiden und dann mit Schleifpapier, Hobel und Raspel arbeiten. We'll be right back.
Das Werkzeug ist da. Das sind jetzt zwei Hohleisen. Wie man sieht, ein Stemmeisen, das einfach ein bisschen gebogen ist. Und glücklicherweise sind die Teile noch rechtzeitig gekommen. Was machen wir jetzt mit diesen beiden schönen Stückchen? Wir schnappen uns die Blunderbussbüchse, also den Schaft, und machen hier eine Kehle rein. Hier eine Kehle rein. Und hier eine Kehle rein. Und warum? Aus zweierlei Gründen. Erstens wegen dem Aussehen und zweitens packt sich's viel schöner in so eine Kehle hinein. Was ich auch schon ausprobiert habe, ist hier vorne dieser Metallverzierung ein bisschen Kontur zu verpassen. Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich dieses Ding im Endeffekt aussehen lassen möchte, da auf den Bildern wirklich keine gute Qualität vorhanden ist. Es wird ganz sicher irgendwas Verschnörkeltes, ein bisschen Viktorianisches haben. Aber da muss ich mich erst noch mit beschäftigen. Deshalb kümmern wir uns darum in einer späteren Folge. Wahrscheinlich, wenn wir hier irgendwo den Trigger oder so mal anbringen. Damit werden die drei Kehlen der Abschluss des heutigen Videos. Ich sag auch gar nichts mehr am Ende. Ich zeige euch nach dem Auskehlen nur noch mal ein paar Aufnahmen von Griff, Schaft und aufgesetztem Rohr. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Informationen zu dem Video und das Video zum Nachschauen findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr auch da vorbeischauen würdet. Da gibt's noch einen Haufen mehr geiler Projekte. Und ansonsten genießt die letzten paar Minuten. Die Ohren steif und tüdelü.